Na klar bin ich dabei. Ehrensache. Ihr habt den furchtlosen Darok vor euch. Wenn Hyrule in Gefahr ist, kämpfe ich mit. Das ist doch überhaupt keine Frage. Ich danke dir, Darok. Keine Ahnung, ob dieser Ganon damit zu tun hat. Aber in letzter Zeit gibt's hier immer mehr Monster. Und immer frecher werden die. Was ist mit euch? Außerhalb des Schlosses ist es gefährlich. Ich hoffe, ihr habt ausreichend Wachen dabei. Keine Sorge. Mein Vater lässt gerade einen neuen Leibwächter für mich suchen. Einer der Kandidaten soll der stärkste Schwertkämpfer des ganzen Reiches sein. Oho. Sag bloß, das ist dieser. Hm? Was ist das? Schon wieder welche von diesen Wadenbeißern. Sie greifen irgendwen an. Prinzessin, ich erledige das mal kurz. Ihr Schwächlinge. Aber ich verstehe euch ja. Mit dem mächtigen Darok kann es kein Monster aufnehmen. Oh. Komm her. Dir wollten die Monster ans Leder, du armes Kerlchen. Ist ja gut. Er ist unverletzt. Mann, das ist mir ganz schön peinlich. Als kleiner Kiesel hat mich mal ein Hund angefallen. Ein Mordschrecken hat er mir damals eingejagt. Seitdem drehe ich durch, wenn ich die Viecher sehe. Sogar der mächtige Darok hat eine Schwachstelle. Na sowas. Sagt mal, Prinzessin. Ja? Diese Verheerung Ganon. Das ist doch nicht etwa ein riesiger Hund, oder?